Das Vorratslager ist voll, Mylord. Was machen wir denn dagegen? Verkaufen! Wir können leider keine Waffen kaufen. Ansonsten hätte ich gesagt, yay! Die nächsten Streitkolbenkämpfer haben wir doch schon in der Tasche. Aber nee, da ist das Spiel ein bisschen gemeiner. Irgendwie kriegen wir gar nicht schnell genug Eisen rein. Auch so eine Gemeinheit. Das passt da nicht hin, my lord. Ja. So. Noch ein Gerber mehr. Und noch einen, der mir Streitkolben macht. Und irgendwie haben wir Schwerter da. Warum auch immer. Ihr macht doch alle Streitkolben, oder? Ja. Okay, da war das andere bloß die Restproduktion quasi. Ich glaube, die könnte ich sowieso, weil das, glaube ich, als Gebäude zählt, könnte ich die, glaube ich, gar nicht mit Armbrustschützen und Fernkämpfern angreifen, oder? Also, mit Bogen und Armbrustschützen. Mit Armbrustschützen und Fernkämpfern. Eure Hoheit! Was? Es geht los! Was mir aber gerade mal so durch den Kopf geht. Was eigentlich funktionieren dürfte, ist, dass ich meine Helden hinschicke, die Walküren da befehlige und zack. Wird dann immer wieder schön. Der Drache weiter geschwächt, ohne dass ich überhaupt Truppen ausgeben muss. Aber, ach nö. Aber wir können mal die hier noch dahin schicken, die können sich auch mal einkümmern. Ich denke mal, das dürfte hinhauen. So, zwei können ruhig ein bisschen schneller kommen, aber das kennen wir. Eigentlich könnte ich auch Eisen kaufen, ich Depp. Können, glaube ich, immer noch durchlaufen. Das ist schön. Das finde ich beim zweiten. Das finde ich halt auch, ist der Vorteil beim zweiten Teil im Gegenzug zum ersten. Bei Stronghold. Dass die Gebäude. Aber die regenerieren ihre Lebenspunkte, sehr schön. Dass die Gebäude direkt aneinander stehen können und die blockieren sich nicht gegenseitig. Also, dass man irgendwie die Burg so bauen kann, dass irgendwie die Bauern nicht mehr durchkommen oder rauskommen oder so. Da ist immer ein bisschen Platz zwischendrin. So kann man sich nicht verbauen. Zumindest nicht richtig. Hier, greif doch mal meine Helden an, sag mal. Der Burgherr wird angegriffen. So, holen wir noch ein paar Streitkolbenkämpfer. Hoch. Wo ist der Kampf? Wir kümmern uns drum. So, wir haben noch einen Drachen, zwei Drachen und sonst nichts mehr. Nur zwei Drachen noch. Also insgesamt waren es vier. Ja, ich kann zählen. Ich bin stolz auf mich. Ich bin Imbar, ich kann bis vier zählen. Das dauert doch einen Tag. Lasst uns nur in die Schlacht. So, dann machen wir mal den da oben. Was ist denn los? Sollen wir jemanden schlagen? Der Drache ist los. Bewegung! Wir speichern nochmal. Spiel gespeichert. Wo ist der Kampf? So. Streit kommt, meine Freunde. Jetzt wird er bestimmt gleich erstmal wieder Feuer speien. Und zwar wieder mal dorthin. Das macht er irgendwie gerne. Sind bereit. Ziemlich gemein. Wo gibt's Ärger? Mal außenrum, bitte. Von mehreren Seiten angreifen. Das ist doch unnütz, wenn man schnelle Einheiten hat, denen das einfach scheißegal sein kann, die einfach ausweichen jedes Mal. Das ist ja noch besser. Ja, die Idee mit den Streitkolbenkämpfern war gar nicht so schlecht. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen verloren. Macht den Streitkolbenkämpfern. Dann holen wir uns doch den letzten. Bis die da sind, ist eh die Welt untergegangen. Also bis hier meine gepanzerten Einheiten da. Oh Gott, die sind erst da. Eigentlich könnte ich die Drachen auch locker mit meinen beiden Helden schaffen. Einfach immer im Kreis rennen. Wo ist der Kampf? Was hast du vor? Willst du jetzt schon Feuer speien? Streitkolben du kleiner Popoklatscher, du. Es ist sogar gemein, da kommt man schwer ran. Ja gut, ich brauche die Streitkolbenkämpfer danach eh nicht mehr. Zumindest glaube ich das. Wo gibt's Ärger? Na, ich habe notfalls selber noch einiges an Waffen dann im Lager. Was? Können wir auch nachproduzieren. Mist, das war zu langsam. Bis hier kann man sehr schwer ausweichen, das ist gemein. Wie sollen wir denn dahin?
Sollen wir jemanden schlagen? So, geht kaputt. Wo ist der Kampf? Yay. Streitkolben bereit. Ich sehe schon, Dietrich heimst wieder in Ruhm ein. Jetzt sehen wir gleich wieder das Bild, wie der vor dem blutigen Drachen steht. Das waren alles die Streitkolbenkämpfe. Wir haben von diesen garstigen Echsen gesäubert. Lindwürmer, bitte. Lindwürmer. Drachen sind Lindwürmer. Nicht unbedingt Echsen. Und so begab es sich, dass die Burg wieder aufgebaut wurde und die Drachenplage ein Ende hatte. Mhm. Aber noch klang Prinz Dietrich der Kampflärm in den Ohren und er war begierig auf neue Abenteuer. Doch wie so häufig fand das Abenteuer ihn zuerst. Aha, aha, aha. Eine Frau kam des Weges. Ja gut, nächste Mission. Manchmal sind die schönsten Kreaturen auch die tödlichsten. Als hätte ich nicht gewusst. Macht der Begierde macht uns alle zu Narren. Mit diesem Wissen pflanzte der Zwergenkönig Laurin einen Rosengarten, Zwerge? In dem die schönsten Blüten einen zarten, betörenden Duft verströmten. Aber Laurins Herz war böse und er hatte Gefallen am Leiden anderer. Jeder Mann, der einen Fuß in den Garten setzte, welkte dahin und starb, weil der Boden seine Essenz aussaugen würde, sodass die Rosen noch strahlender blühten. Aber jede Frau, die den Garten betrat, wurde Sklavin des Königs in seinem Schloss, solange die Rosen blühen würden. Das ist aber ein ziemlich gemeiner Garten. Hey, vielleicht sind die Gärten, weil wir immer so gerne Gärten in Stronghold 1 platzieren, vielleicht sind die Gärten gar nicht so gut, wie die meisten Leute denken. Das war alles mein hinterrückser Plan, die Weltherrschaft an dich zu reißen. Okay, was gibt's denn an Aufgaben? Mein Vetter Dietleib hat berichtet, dass seine Schwester Kühnhild von König Laurin gefangen genommen wurde. Wie weit ist es mit diesem Land gekommen, Sire? Dass ein junges Mädchen nicht in einem Rosengarten umherwandeln kann, ohne von einem verrückten Zwergenkönig versklavt zu werden? Was ist mit den Männern, die sterben? Früher wäre das nicht passiert. Meine Dame ist leider hochschwanger und ich möchte sie nicht alleine lassen. Dietrich hat angeboten, Laurin auf eigene Faust zu stürzen und Kühnhild zu ihrer Familie zurückzubringen. Ich weiß nicht, wie ihr diesen verdammten Rosengarten zerstören wollt. Ich weiß nur, dass niemand einen Fuß hineinsetzen darf. Viel Glück. Unkraut fand ich da drüber sprühen. Zack. Fliegen wir mit dem Flugzeug drüber. Oder auf dem Drachen oder sowas. Aha, das sind die Gärten. Okay. Tötet den Zwergenkönig. Dietrich stirbt. Männer können keinen Fuß in den Garten setzen, ohne zu sterben. Doch nicht alle eure Truppen bestehen aus Männern. War ja klar, die Walküren. Plant eure Angriffe so, dass eure Truppen gemeinsam angreifen. So könnt ihr feindliche Truppen erheblich leichter dezimieren, ohne selbst hohe Verluste zu erleiden. Schickt nicht alle eure Leiterträger auf einmal vor. Ihr braucht später vielleicht noch welche. Diesen Tipp hätte ich bei der ersten Mission gebraucht. Die Dämonen des Gegners können auf Welle fliegen. Achtet auf ihre Bewegungen. Sucht sorgfältig nach guten Standorten, um eure Fernkampfeinheiten zu platzieren. Vergesst nicht, dass ihr Truppen auf den Wellen herbeirufen könnt. Alles klar, ich glaube, wir fangen an. Oh nö, keine Belagerungsmission, das ist doch gemein, das ist doch doof. Naja, egal. Ja, wie machen wir das? Wir platzieren erstmal. Gehen in Stellung. Ach, wir haben Valkyren schon einfach so. Befehligt mich. Interessant. Ei, Sire. Waffensoldat. Bereit, Sire. Unsere Sehnen sind gewachst. Gehen in Stellung. Mal schön in Position auf gehen. Auf die Plätze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache hoffentlich nicht gleich die ersten Verluste. Ah, okay, das ging. Zack, zack. Sir. So. Gehen los. Achtung. Bogenschützen in Bewegung. Da ziehen wir mal unsere Einheiten halbwegs clever. Eure Schildjungfern warten. Besser gesagt, Eisjungfer. Wieso komme ich immer auf Valküren? Na, Valküren waren ja eigentlich diese nordischen Kriegsfrauen quasi. Ich bin da vielleicht noch ein bisschen geblendet von Age of Mythology. Ja.
Leiterträger, so, ja. Ganz ehrlich, ihr seid keine Männer. Wie ihr seid Mem. Plan? Ihr könnt ruhig auf die Gärten los. Also schön. Wie machen wir das jetzt? Wir können garantiert Valkyren hier auf den Mauern beschwören. Dann hätten wir einiges weg. Machen wir das hier oder machen wir das später? Ich würde mal sagen, das machen wir gleich hier. Weil ich glaube, wir haben die ja nur einmal, die Valkyren, oder? War da nicht irgendwas? Da war doch was letztes Mal, wo ich sagen musste, das ist gemein. So, das war knapp. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Gebt uns unsere Befehle. Was ist los? Macht die alle kaputt. Lanzen werden splittern. Unsere Schilde gehören euch. Wir schwören euch Treue. Lass uns mal Lanzen werden schilden. Rücken wir ja. Vor. Wir Schilde werden brechen, Lanzen werden... Ach, keine Ahnung. Ich versuche gerade irgendwie Herr der Ringe zu zitieren, aber irgendwie versaue ich es gerade total. Deswegen lasse ich es einfach. Unsere Tapferkeit gehört euch. Sire, diese Rosen kommen mir merkwürdig vor. Ach, wirklich? Wir sind eure Maiden. Dann sollte ich euch meiden. So. Beim ersten Mal haben wir das, ich glaube, beim zweiten Mal bei den Bogenschützen wäre das schon fast klüger gewesen. Naja, egal. Mein Herz ist rein. Falls es nicht funktionieren sollte, packen wir drauf. Befehligt mich. Eure haben wir das jetzt eigentlich eingenommen? Gebt uns unsere Befehle. Wir gehen. Yeah. Dann kommt mal herein, holde Weiblichkeiten. Ja. Gebt uns nur ein Ziel. Oder soll ich lieber sagen, runde Weiblichkeiten? Die Männer sind guter Dinge. Unsere Schilde gehören euch. Warum müssen diese nordischen Kriegsfrauen eigentlich immer dick sein? Wir fürchten den Tod. Nein, ich brauche die noch. Mit einem Lied im Herzen. Wir erwarten euren Befehl. Das ist jetzt gemein. Ihr seid gemein. Aber egal, ich glaube, da müssen wir jetzt durch. Sehr viele Rosengärten gibt es ja dann gar nicht mehr. Ich glaube, das sind die letzten dann. Sollten wir nicht einfach nur alle Rosengärten zerstören? Ach nee, ich sollte den Zwergenkönig töten. Gönig. Zwergenkönig töten. Wir speichern einfach mal. Vielleicht hätte ich hier die Jungfern Eofone gebraucht, aber egal. Das Blöde ist, man die nur einmal beschwören darf. Das ist irgendwie... Fühle ich mich benachteiligt. Unsere Tapferkeit gehört euch. Wo ist ich hätte... Ich bestehe auf das Recht der Gleichberechtigung. Ich sollte die Frauen genauso oft rufen dürfen wie die männlichen Ritter. Das ist mir sehr wichtig. Leiterträger, auf geht's. Befehligt mich. Gott, schreit doch nicht so. Eigentlich sind jetzt keine Gärten mehr da, das heißt, ich brauche euch gar nicht mehr so dringend. Meine schönen Rosen! Sterbt, Vandalen! Marsch! Eure Schildjungfern warten. Dup, di, dup, dup, dup. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! So, ich würde sagen, es wird Zeit, die Bogenschützen mit hochzuschicken. Vielleicht mache ich jetzt ein paar Verluste. Aber das ist doch okay. Das ist doch voll okay. Wir haben doch gerne Verluste. Ja, aber ich meine, das ist so im Vergleich okay. Gibt es hier Treppen? Nein, es gibt hier keine Treppen. Oh, das heißt, die werden jetzt schön abgeschossen. Wieso habe ich gerade so Angst, dass die jetzt trotzdem hochkommen irgendwie? Doch nicht. Ihr dürft ruhig auch hoch. Ich brauche euch. Wir fürchten den Tod nicht. Wir erwarten euren Befehl. Sehr schön. So, jetzt wird der Rest einfach ein bisschen abgeschossen. Unsere Tapferkeit gehört euch. So toll war der Rosengarten jetzt auch nicht. So prächtig hat er auch nicht ausgeschaut, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Das war jetzt kein großer Verlust für dich, mein Freund. So, dann machen wir ein bisschen hin, meine Freunde. So. Sieht aber sehr gut aus, muss ich sagen. Zur Feier des Tages gönne ich mir erstmal ein Fisherman's Friend. Da habe ich gerade welche da.
So dreist bin ich. Wir sind eure Meiden. So, wie mache ich das jetzt mit euch da hinten? Kann ich euch von hier aus anschießen? Erstmal den da, der ist noch ein bisschen dreist. Anscheinend nicht, das heißt, wir müssen mit unseren Leiterträgern echt darüber. Sagt einfach Bescheid. Bescheid. Alles bereit. Hey, ihr wolltet, dass ich sag. So schnell wir können, Sire. Irgendwie wird das ein bisschen seltsam. Sofort, Sire. So. Ja, das haut hin.